Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Es ist der letzte Donnerstag im Monat. Wir sind schon fast wieder gegen Ende Januar und heute ist wieder Hörgenusszeit. Drei andere tolle Mädels und ich präsentieren euch hier am letzten Donnerstag im Monat immer ein Hörbuch, ein Hörspiel, ein Podcast oder irgendetwas anderes, was gut für die Ohren ist. Natürlich ist das nicht immer nur ein Hörbuchtipp, sondern natürlich meist auch ein Buchtipp. Ich verlinke euch die Playlist und die drei Mädels unten in der Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Es sind schon einige, viele tolle Bücher hier mit empfohlen worden und schaut euch da gern auch mal in der Playlist um. Und auch ich freue mich heute auf meine Abo-Liste und bin gespannt, was die anderen heute empfehlen. Ich habe heute ein Hörspiel dabei, was es leider nur aktuell bei Audible exklusiv gibt und dementsprechend ist es wirklich nur ein Hörbuchtipp, kann also nicht gelesen werden. Es ist von Markus Heitz, Ripper's Daughters, also die Töchter von Jack the Ripper, beziehungsweise die Nachfahren davon, werden hier in dem Start der Trilogie beschrieben. Es ist der Auftakt einer Trilogie. Aktuell gibt es nur den ersten Teil, Stimmen der Vergangenheit. Es werden also noch weitere Teile folgen. Erschienen ist es letztes Jahr im September. Vielleicht kommt hier so ein halbjährlicher Rhythmus. Einfach mal sehen, wann der zweite Teil dann kommt. Die Hörzeit sind 10 Stunden und 35 Minuten. Also man hatte auch richtig viel Zeit, um sich in dieser Geschichte fallen zu lassen. Wir haben eine Erzählerstimme, und zwar Leonard Hohm. Und wir haben diverse andere Stimmen, die den einzelnen Charakteren eben auch eine Stimme verleihen. Das ist ja sehr häufig bei Hörbüchern so. Und wir haben eben auch Hintergrundgeräusche. Der Unterschied zwischen Hörspiel und Hörbuch ist, dass ja das Hörbuch tatsächlich das Buch vorliest, während eben ein Hörspiel immer eher so die Dialoge mitnimmt, die auch Geräusche mitveranstalten, wir viel eher so in den Köpfen und auch in den Dialogen, Gesprächen dabei sind, hier aber natürlich auch noch einen allumfassenden Erzähler haben. Und mir hat dieses Hörbuch jetzt im Januar richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich beschäftige mich immer mal wieder sehr gerne mit Jack the Ripper. Ich habe auch das Gefühl, dass das gerade wieder so ein bisschen im Trend ist. Es gibt jetzt doch das ein oder andere Buch, was sich damit beschäftigt und ich fand es sehr interessant, welche Idee Markus Heitz hier dann auch verfolgt hat. Wir sind in der Gegenwart und treffen hier in Hamburg auf die junge Ella, die zusammen mit ihrem Bruder und ihrer Mutter zusammenlebt und eigentlich recht unscheinbar. Sie haben einen Rockerclub und ja, hier sind eben immer eher die Frauen an vorderster Stelle. Die Männer sind irgendwie so ein bisschen eher nebensächlich, beziehungsweise ja, dürfen eben eher unterstützen als das Sagen haben. Doch eines Tages taucht eine scheinbar verschollene Tante auf und behauptet, dass sie alle Nachfahren von Jack the Ripper sind, der ja einst für all diese schrecklichen Morde in London verantwortlich waren. Damit aber nicht genug, denn alle Nachfahren haben übernatürliche Fähigkeiten, Kräfte und ja, Ella zweifelt natürlich erstmal daran, unterhält sich sehr ausgiebig mit ihrer Mutter und ja, geht dann in eine seltsame ja, Lehre bei ihrer Tante, um eben so ein bisschen das Rätsel ihrer Herkunft zu entschlüsseln. Es gibt nämlich eine Katastrophe in naher Zukunft und eigentlich wollte Jack the Ripper 1888 diese aufhalten, indem er vermeintlich diese Frauen umgebracht hat, um eben das große Ganze in Betracht gezogen zu haben. Hat ihm aber ja nicht ganz geglückt. Und jetzt muss eben die Nachfahren, die Ripper's Daughters sozusagen, müssen jetzt eben ran, um ja hier das Rätsel zu lösen und dann eben auch die Katastrophe ja möglichst ungeschehen zu machen. Für mich war es wirklich ein Highlight. Es war spannend, es war packend, es hat einen gefesselt, es gab tolle Charaktere, tolle Entwicklungen. Es war eine wahnsinnig tolle Hörbuchproduktion, das muss man wirklich sagen. Die Hintergrundgeräusche haben mir gut gefallen, mir haben die Dialoge gefallen. Ich fand die sehr lebendig, sehr echt, sehr authentisch. Ich bin wirklich sehr begeistert. Ich habe einen klitzekleinen Kritikpunkt und zwar ist das so ein bisschen die Vorhersehbarkeit, was ich jetzt aber gar nicht so schlimm finde, aber wo ich mir manchmal dachte, ah, so einen kleinen Touchfunken von anderer Einfallskeit sozusagen, hätte ich tatsächlich noch, das wäre so das i-Tüpfelchen irgendwo gewesen. Die Geschichte ist sehr düster, dadurch ist sie auch sehr fesselnd. Sie ist natürlich an vielen Stellen brutal und sind wir mal ehrlich, Jack the Ripper ist schon eine Figur,
die doch eher für Schrecken sorgt als für Begeisterung. Ich habe meine Aufmerksamkeit sehr auf die Geschichte gelenkt. Also ich konnte natürlich nebenbei auch mal putzen oder irgendwas dergleichen machen. Aber ich habe schon gemerkt, wie ich wirklich sehr gefesselt war, wie ich zu Teilen sehr angespannt war und wie ich einfach auch gemerkt habe, ich möchte hier nichts verpassen. Es war sprachlich sehr einfallsreich. Ich mochte den Stil von Markus Heitz wahnsinnig gerne. Ich war ja auch im letzten Jahr von Die Frau in die Königin, nein, die schwarze Königin, sehr angetan. Und ich finde, er schafft es hier auch wieder wunderbare Gespräche zu formen. Der Erzähler erzählt uns spannend, eindringlich die Hintergrundgeschichte. Und es ist auch so einnehmend. Also das, finde ich, ist Markus Heitz sehr, sehr gut gelungen. Die Spannung kehrt immer wieder zurück. Es gibt so ein paar kleine Verschnaufpausen, die nicht langweilig sind, wo man aber merkt, okay, die Anspannung kann mal kurz weichen und dann ist sie aber sofort wieder da. Und das hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ich fand eben auch diese Vorhersehbarkeit absolut im Rahmen. So manchen Punkt, der dann noch ein bisschen später aufgelöst wurde, den hat man relativ früh kommen sehen, was aber wie gesagt gar nicht weiter schlimm ist. Die Idee, dass wir sagen, Jack the Ripper hat eigentlich einen Plan gehabt, wirklich einen Plan, der auch heute noch irgendwie zu etwas gut gewesen sein könnte und dass es eben auch diesen etwas übersinnlichen Touch gibt, fand ich toll. Ich mochte, wie da rangegangen wurde, ich mochte die Idee, ich fand es sehr kreativ und ich fand es eben auch wirklich gut gemacht, sehr nachvollziehbar. Man kann sich das wirklich, insofern man eben an dieses Übersinnliche glaubt, sehr gut vorstellen und ich mochte es, wie wir ins viktorianische London gereist sind. Ich finde, das Historische macht Markus Heitz perfekt. Also das hat mir ja auch schon am Vampirroman mega gut gefallen. Ich fand es großartig, wie er diese Vergangenheit eingefangen hat, wie bildlich er sie dargestellt hat, wie er sie beschreibt, wie er uns mitnimmt, wie ein Film abläuft, wie wir wirklich so einen wunderbaren Blick des Details sozusagen von ihm bekommen. Ich finde, das ist ihm wahnsinnig gut gelungen und ich finde einfach gesamt die Geschichte, die Idee, die Umsetzung, die Dialoge, die Sprecher, die Produktion, wahnsinnig toller Job, hat wirklich richtig, richtig tollen Spaß gemacht und kommt für mich wirklich auch an mein Hörspiel-Highlight Monster 1983 ran. Ist natürlich ein ganz anderes Thema, wenn wir auch doch ein bisschen so im Grusel-Horror vielleicht befinden. Aber ich muss sagen, seit langem wirklich mal wieder ein Hörspiel, was mich sehr begeistert hat. Und auch wirklich diese Atmosphäre, die geschaffen wurde, die düster und dunkel und einfach so spannungsgeladen ist. Und ja, richtig, richtig toll. Also wirklich große Empfehlung, wer gerne mal Lust hat auf ein Hörspiel und vielleicht auf der Suche nach einem guten war. Und ja, vielleicht jetzt auch nicht davor zurückschreckt, dass wir hier so einen Vergangenheitspart haben, dass es auch irgendwie um Jack the Ripper geht, der sollte hier auf jeden Fall zugreifen. Und das war ja jetzt mein Hörgenuss des Monats, mein wirkliches Hörbuch-Highlight, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt im Januar. Ich hoffe, er ist vielleicht auch was für euch. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr sehr gerne Hörspiele anhört oder ihr beim klassischen Hörbuch bleibt. Ob ihr schon ein Highlight diesen Monat hattet, den ihr gehört habt oder vielleicht auch gelesen, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.